wir dann erst in einer der letzten Folgen ausgehoben haben, war nämlich hier unten so ein kleiner Farmraum. Ich habe mir dabei auch nicht viel gedacht, sondern halt einfach nur wirklich einen kleinen Raum zu haben, wo wir farmen können, den wir auch ausheben dabei. Vielleicht können wir hier irgendwann irgendwas reinbauen oder so, mal gucken. Aber momentan ist es nur ein kleiner ausgehobener Raum, nicht viel. Hier ist eine kleine Lavaseestätte und alles, aber auch nichts gebaut von mir, alles natürlich generiert. So, dann fliegen wir mal wieder hoch. Ha, wie gesagt, da steht übrigens auch der Beacon, den haben wir dann durch den Witherfight bekommen. Und jetzt, wenn ich mich irre, können wir direkt mal weiterfliegen, denn wir haben natürlich nicht nur dort was gebaut, sondern auch hier hinten haben wir zwei Villager Breeder Farmen gebaut, beziehungsweise zwei Villager Farmen, wo wir im Prinzip einfach immer mehr Villager rausbekommen, die uns dann gute Sachen hoffentlich geben. Die zeugen hier Villager und die kann ich dann über die Bahn, und das hier haben wir übrigens immer nebenbei gebaut, wo wir hier AFK stehen mussten, um auf die Villager zu warten. Aber auf jeden Fall werden die kleinen Villager, die dann hier gezeugt werden, beziehungsweise nicht die werden, sondern die kleinen Villager laufen dann von alleine hier rein und werden dann hier abtransportiert, ganz easy mit einem Wassersystem, kommen dann hier unten an, hier wachsen sie dann und werden groß, dann schleppe ich sie einmal nach dort und dann kann ich sie ganz easy mit einem wunderschönen Minecart abtransportieren, mit dem wir jetzt gleich mal nach Hause fahren. So, und dann, wenn wir hier angekommen sind, können wir ganz einfach aussteigen, einmal das Minecart abbauen und sind dann wieder hier zu Hause. Was ich euch sagen muss, oh, bevor ich es auch vergesse, da gehen wir jetzt gleich hin. Wir haben ja noch ganz viele Sachen gebaut, Alter. Was ich euch noch sagen muss, dort hinten ist eine kleine Kuhfarm und eine kleine Weizenfarm auch. Die haben wir irgendwann in Folge, ach, lass mich nicht lügen, in Folge 2025. Und Mann, wofür alles ist gut, Mann. Warum bellst du da draußen schon wieder so laut, Alter? Ja, die ist halt einfach da gewesen und irgendwie habe ich sie am Ende dann doch nie genutzt. Sie steht da auch noch. Zeigen tue ich sie euch jetzt nicht. Das ist wirklich, und das sind 10 Zäune oder so. Und da waren Kühe drin und mehr ist es auch nicht. Aber was noch echt erwähnenswert und wichtig ist der Nether-Bereich. Denn mit dem Nether haben wir ja, wie viele wissen, eine effektive, heftige XP-Goldfarm gebaut. Also wirklich, die ist so krank, die ist so heftig krank. Da gehen wir jetzt direkt mal rein. Und wirklich, ich liebe diese Farm einfach, Leute. Diese Farm ist einfach so krank. So, jetzt bitte einmal, ohne zu sterben, würde ich da bitte hochkommen. Und, oh, wir sind, Alter, smooth. Fucking smooth, Junge. Aber hier oben kann man dann hochlaufen, ganz normal, ne, habe ich gebaut, so einen kleinen Aufgang, wo du einfach ohne Elytra auch hochkommst, ganz easy mit Treppen, mehr nicht. So, dann kannst du hier hochkommen, gehst hier ran und jetzt wird's interessant, denn wir werfen uns einmal hier durch und wenn wir hier oben sind, sehen wir schon, guckt mal, Alter. Wir haben hier ein automatisches Lagersystem, dann dort oben eine ganze Reihe von Kisten, die zu unserer Farm führt, zu unserer Netherfarm, die auch echt... Sieht schon echt impulsant aus von hier unten, muss ich sagen. Nee, aber da oben können wir immer Zombie-Pigments killen und alles ganz entspannt. Und der Stuff wird automatisch hier runtergebracht, automatisch einsortiert. Und später, so ist zumindest meine Planung, wird er auch automatisch hier geschmolzen, damit wir aus den ganzen Schwertern, Alter, die Kisten hier, guck mal, die sind alle voll mit Schwertern, damit wir da auch Gold-Ingots rausbekommen und somit nochmal ein Plus haben. Hier ist dann Gold. Hier sind ganz viele Gold-Ingots, Alter. Die sind echt, wow, Alter, davon haben wir so viele. So, und hier ist One Flash. Und mehr an Stuff bekommt man hier eigentlich nicht wirklich raus. Ist aber ganz cool. Ich habe hier auch noch ganz viel in Planung, aber wie das alles wird, weiß ich noch nicht. Seht ihr dann in kommender Zeit, Leute. Seht ihr in kommenden Folgen, Alter. Es wird echt interessant, Mann. Ich bin da so hyped drauf. Das wird so geil in Zukunft, Mann. Wow. So, wir gehen jetzt aber erstmal wieder nach Hause, weil mehr zu zeigen gibt es im Nether nicht. So, und wenn wir jetzt hier zu Hause sind, muss ich euch leider erstmal wirklich gestehen, Leute. Wir haben, bin ich der Meinung, außer doch, wir haben noch hier eine Farm gebaut, beziehungsweise so eine Mining City, wo wir einfach nur Dias gesucht haben und sowas, jetzt nichts Besonderes. Und exakt die gleiche oder den gleichen Aufbau haben wir auch hier. Hier kann man dann im Prinzip runterspringen und da unten kann man, wenn man will, ganz einfach Dias suchen. Wir haben im Projekt schon verschiedenste Spawner gefunden, die noch ausgebaut werden und verbindet werden müssen mit dem Nether. Wir haben so viel in dem Projekt schon geschafft, glücklicherweise. Und ich hoffe, das wird auch so weitergehen. Man muss wirklich aber dazu auch gestehen, das ist natürlich das, was ich nach 100 Folgen geschafft habe. Nach 100 Folgen seit Anfang an. Aber was man gestehen muss, ist, dass die ersten, lass mich nicht lügen, 30, 40, 20, 30, 40 Folgen circa nicht
die gescheitesten waren, beziehungsweise nicht das, wo ich wirklich einen Fortschritt jede Folge geschafft habe, sondern es war eher meistens genau das, wo ich noch ein bisschen verpeilt war, ein bisschen verplant war und halt noch nicht genau wusste, wie ich was jetzt machen muss, um einen Fortschritt zu erzielen und deswegen es so gemacht habe, wie ich dachte, was halt oft einfach nichts gebracht hat, was oft einfach nur ein träges in der Welt rumrennen war, ohne irgendwelchen Stuff zu bekommen. Und ich hoffe, das wird natürlich in Zukunft besser. Also das hoffe ich nicht, nur das wird auf jeden Fall besser, weil ich jetzt schon relativ Ahnung habe, würde ich behaupten. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall einen viel, viel, viel größeren Fortschritt in den nächsten 100 Folgen erzielen, als in den letzten. Ja, Leute, wir haben hier übrigens außerdem noch einen AFK-Pool. Der ist auch nichts Besonderes. Einfach nur ein kleiner AFK-Pool, wo ich mich immer hinstellen kann, wenn ich AFK stehe oder so. Also damit ich in Bewegung bleibe im Prinzip, nicht rumstehe, weil sonst werden die Chunks irgendwann nicht mehr geladen irgendwie und die Items produzieren nicht mehr und das ist ganz mad, da bin ich ganz traurig. So Leute, aber kommen wir jetzt zum meiner Meinung nach spannendsten Thema, zum am absolut spannendsten Thema, auch für mich zum spannendsten Thema, weil ich da noch nie reingeguckt habe, die Statistiken. Wie viel Zeit habe ich eigentlich insgesamt schon auf der Welt verbracht? Was habe ich für Blöcke abgebaut? Was habe ich vielleicht für Mobs getötet, die interessant sein könnten? Wie viel habe ich davon gemacht? Blablabla, das sehen wir uns alles jetzt mal angucken. Und ich bin da sehr gespannt drauf, weil es halt selbst auch eine gute Erfahrung ist. Und oh, stimmt, ich habe es gerade übelst einfach im Hinterkopf gehabt. Ich habe mir die Statistiken schon einmal angeguckt. Aber das war nur kurz, weil mir dann direkt danach aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit rot bin. Nach 40 Minuten Aufnehmen, keine Ahnung, wie das sein kann, dass ich die ganze Zeit rot einen roten Balken mache in OBS. Da habe ich sie mir schon mal angeguckt und es sah sehr interessant aus, muss ich sagen. Gucken wir uns mal die Statistiken an. So, erstmal die Spieldauer liegt bei 16 Tagen. 16 Tage meiner Lebenszeit habe ich schon auf der Singleplayer-Welt verbracht, was man natürlich sagen muss. Ich habe echt viel davon, oder wahrscheinlich 12, 13 Tage davon stand ich AFK einfach nur und habe nichts gemacht. Einfach nur, um irgendwelchen Stuff zu bekommen oder so. Was aber sehr interessant ist, was mir auch schon aufgefallen ist in der letzten Aufnahme, und zwar die geschwommene Strecke. Strecke auf Wasser gelaufen. 434,1 Kilometer. Das ist sehr interessant, weil ich bin gerade mal eine Strecke gelaufen von 180 Kilometern und da habe ich plötzlich 434. Wie kann das sein? Das liegt halt einfach daran, dass der AFK-Pool im Prinzip auf Wasser gelaufen gezählt wird und wenn ich da stehe, meine 12 Tage, ist ja klar, dass da immer mehr dazu kommt und so ist es halt in dem Fall dann auch. Sonst haben wir Sprünge 142.559. Das ist natürlich auch eine stabile Leistung, aber sonst haben wir jetzt keine besonderen Dinge hier in den Statistiken, die wirklich zeigen, yo, dass ich hier schon was gemacht habe oder so, da muss ich wirklich sagen, das ist noch nichts Besonderes. Aber das wird natürlich alles noch, Leute, das wird, denke ich, alles noch. Mir geht's jetzt gerade für den besonderen Punkt um die Kreaturen. Denn euch wird gleich auffallen, wir haben ziemlich viele Höllenschweine getötet. Beziehungsweise Schweinezombies haben wir 14.073 Stück getötet. 14.000 einfach 14.000, oder? Das liegt halt auch daran, durch die Farm im Nether töte ich davon immer so viele und daher kommt die Zahl zustande, deswegen wurde ich auch schon zweimal von denen getötet, eventuell, aber ich... Und ja, wisst ihr, was mich gerade mal interessieren würde? Wie schafft man es, dass man von einem Schaf getötet wird? Gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, der es geschafft hat, dass er von einem Schaf getötet worden ist? Kann mir das mal irgendjemand zeigen? Ich würde da gerne eine Einstellung haben, das wäre bestimmt richtig, richtig lustig. Ja, aber sonst gibt es hier jetzt nichts Krasses oder so. Haben wir irgendwas noch nie getötet? Ich glaube, noch nie haben wir nichts getötet. Also ich habe alles, was es gibt, schon mal irgendwie getötet. Und deswegen gucken wir mal in den Statistiken für Blöcke und alles andere. Denn wie viele Blöcke haben wir denn am meisten abgebaut? 45.000 Steine, ja, ist ja, denke ich, sehr, sehr klar, dass wir da am meisten haben. Und sonst ist hier auch gar nicht allzu viel. Hier verbraucht haben wir Eisenspitzhacken, am meisten 31 Stück. Okay, 31 Stück ist eine stabile Leistung. Für Eisenspitzhacken haben wir 31 Stück kaputt gemacht. 31? Hätte ich echt nicht gedacht, 31 ist echt so viel, ne? Dass wir uns so lange mit Eisen rumgeschlagen haben, ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Hergestellt haben wir natürlich am meisten Papier für die Villager, auch am meisten Stöcker für die Villager. Holz ist ja eh klar. Und Steinziege, ich denke mal, Steinziege wird am Ende wahrscheinlich auch auf Stock- und Papierniveau sein. Von dem Verbrauch her, weil wir damit noch ganz viel machen werden. So benutzt haben wir natürlich am meisten Diamantspitzhacke, ist ja natürlich, denke ich, klar. Und aufgesammelt auch am meisten Bruchstein, halt durchs Droppen und alles auch beim verrotteten Fleisch durchs Droppen. Und fallen gelassen haben wir am meisten Zuckerrohr, auch durchs Droppen, ist ganz einfach erklärt. War jetzt noch nicht so interessant, aber ich denke mal in 100 weiteren Folgen oder in 2, 3, 400 vielleicht weiteren Folgen, wird das noch viel, viel interessanter. Hoffe ich auch.
Leute, hoffe ich auch. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Video, die kleine Spezialfolge, die kleinen Spezialfolgen haben euch hoffentlich gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder bei einer neuen Folge. Und ja, ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.